23. Dezember 1942 am späten Nachmittag. U-552 operiert auf feindliches Geleit. Die Situation ist folgendermaßen. Der erste Versuch ist bekanntlichermaßen kläglich gescheitert. Schwamm drüber, das vergessen wir mal ganz schnell. Der zweite Versuch ging dann schon ein bisschen besser. Wir haben schon die ersten Versenkungen zu verzeichnen. Trotz widriger Umstände, schlechte Sichtverhältnisse und damit verbundene Probleme vernünftig und schnell Torpedolösungen zu errechnen. Situation ist aktuell wie folgt. Wir sind immer noch dran. In der letzten Folge, Ende der letzten Folge, hier noch Doppeltreffer auf C3-Frachter gelandet. Der ist kurz vorm Absaufen, da fehlt nicht mehr allzu viel. Da muss man vielleicht mal ein bisschen nachhelfen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, in diesem Quadrat, was ich hier eingezeichnet habe, befindet sich auch noch ein angeschossener Frachter, der einfach nicht untergehen möchte. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal nachhelfen und mal zur Gesamtorientierung. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier mal so ein bisschen ins Wespennest gestochen. Alle fleißig am Zacken, die versuchen jetzt natürlich hier Ausweichmanöver zu fahren, damit wir die möglichst nicht mit unseren Torpedos treffen. Akute Gefahr geht meines Erachtens, wenn dann von dem Kollegen hier unten aus, das dürfte ein Zerstörer sein. Die sind jetzt natürlich alle aufgeschreckt und wenig begeistert ob unserer Taten. Und der Plan ist jetzt wie folgt, wir versuchen auf jeden Fall noch einen weiteren Treffer zu landen. Wir haben bereits begonnen, eine Torpedolösung für den Kahn hier zu berechnen. Der dürfte auch ein bisschen mehr Tonnage mit sich bringen, zwischen 7.000 und 8.000 geschätzt. Schauen wir mal, ob uns das noch gelingt. Wir lassen das Spiel fahren. Langsame Fahrt voraus. Und jetzt ist die Frage, schaffen wir das in der Kürze der Zeit, die Torpedolösung mit dem Horcher hinzubekommen. Weber hat ihn auch im Visier, allerdings ist der Kahn natürlich hier außerhalb der Reichweite, weil die Sichtverhältnisse immer noch wirklich miserabel sind. Den alten, den legen wir nochmal kurz in die Koje, damit der dann gleich bei Bedarf übernehmen kann. Gänge hat das Tiefenruder übernommen. Eisenecker hat gerade noch Torpedos vorgewärmt. Torpedokurs liegt bei 25%. Die Frage wird jetzt sein, was machen die Kriegsschiffe? Können wir es uns erlauben, hier ein bisschen schneller laufen zu lassen? Ich würde ein Stückchen mit ihm hier parallel mitfahren, denke ich. Schauen wir mal, dass wir ungefähr auf die gleiche Geschwindigkeit kommen. Hier große Fahrt voraus, halbe Fahrt voraus. Der ist jetzt natürlich ordentlich am Zacken. Gut, wir sind jetzt schon sehr nah dran. Ich denke, wir können es uns auch erlauben, jetzt hier auf Sichtweite zu gehen, damit die Kursberechnungen schneller vonstatten gehen. Den Schnorchel würde ich allerdings nochmal einfahren, denn der Geleitzug, die haben aktuell noch keine Idee, wo wir uns genau befinden. Die Geleitsicherungsfahrzeuge haben schon eine ungefähre Idee. So viel kann man, glaube ich, schon verraten. Aber sie haben uns eben nicht exakt auf dem Schirm. So, jetzt kommt er hier in Sichtweite. Bedeutet, jetzt sollten die Kursberechnungen hier auch schneller vonstatten gehen. Schön ist auch, dass wir den jetzt so ein bisschen zumindest isoliert haben hier von den anderen. So, er läuft weiter Richtung Osten. Die vorausfahrenden Sicherungsfahrzeuge fahren weiter voraus. Sollen sie gerne machen. Hier drüben scheppert noch einiges rum. Drei Kriegsschiffe sind hier in unmittelbarer Nähe um diesen Frachter hier zugange. Okay, also eigentlich erstmal alles gar nicht so schlecht. Vielleicht hat sich das Blatt tatsächlich nochmal wie so oft gewendet. Das wendet sich ja oft in verschiedene Richtungen. Manchmal nicht gerade zu unseren Gunsten, aber aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus. Also ich denke, auf den werden wir auf jeden Fall hier einen Kurs zustande bekommen. Wir sind schon fast bei 50%. Ja, das sieht gut aus. Das können wir genauso machen. Was haben wir hier für einen Abstand? Nicht allzu weit. 300 Meter, da sollten wir nochmal ein bisschen auf Abstand gehen. Sobald wir hier mit dem Kurs ein bisschen weiter sind, und dann ist natürlich auch die Frage, Magnetzünder oder Aufschlagzünder. Wir sind noch auf ihn eingestellt. C3 wissen wir mittlerweile auch schon. Also schauen wir uns mal den Tiefgang an. Aber ich glaube, da müssten wir wieder mit 8,5 bis 9 Meter ganz gut dabei sein. Ich denke, wir versuchen es tatsächlich mit 9 Metern Torpedotiefe, damit der einfach schön unterhalb detoniert.
Ja, ich denke, das machen wir so. Okay. Dann lassen wir es noch ein bisschen laufen, die Nummer. Schauen mal, dass wir nicht zu nah dran kommen. Wir gehen ein bisschen runter mit der Fahrt, langsame Fahrt voraus. Schön sachte jetzt. Wir wollen uns ja nicht das Weihnachtsfest ruinieren. Frage Kursberechnung, 62%. Wir ändern unseren Kurs auch nochmal minimal, damit wir hier schön parallel mitfahren können. Gerade so am Rande der Sicht des Sichtfeldes. Kleine Fahrt voraus. Nicht, dass wir ihm davonfahren. Okay. Jetzt haben wir ihn wieder aus der Sicht verloren, aber Berechnungen laufen weiter. Nochmal kurz schauen. So, er dreht jetzt langsam in unsere Richtung bei. Aber auch nicht wirklich. Ich denke tatsächlich, wir können hier auf jeden Fall nochmal einen Schuss landen. Und wenn es ganz gut für uns läuft, können wir vielleicht sogar nochmal hier das nächste Ziel auffassen. Ich würde gerne noch zumindest ein bisschen über 70% kommen. Langsame Fahrt voraus, geh mal ein bisschen Gas. Sieh mir zu, dass wir hier hinterherkommen. Halbe Fahrt voraus, der fährt uns gerade ein bisschen davon. Gut, wir kriegen den eh nicht mehr in Sichtweite. Befürchte ich. Wir sind bei über 70%. Sollen wir es einfach mal riskieren? Ich würde sagen, ja. Ja, das machen wir jetzt einfach. Komm. Was soll der Geiz? Also, Torpedotiefe, wir haben gesagt 9,0. Was haben wir für eine Distanz? 420. Schauen wir, dass wir vielleicht noch ein bisschen Abstand reinbringen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Bisschen auf die Bremse treten. So, das sollte genügen. Wann, wenn nicht jetzt? So, wir haben ihn hier noch im Visier, auch wenn wir hier keinen visuellen Kontakt haben. 7834 Bruttoregistertonnen. Torpedokonsole öffnen. T3. Magnetzünder ist eingestellt. Rohr 3 bewässern. Torpedotiefe 9,0. Das ist ein lageunabhängiger. Da gehen wir vorsichtshalber ein bisschen höher. Linksseitig eingestellt ist gut in dem Fall, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Rohr 3. Los. So, alles im 40 Wasser. Sekunden bis Torpedoeinschlag. Dann schauen wir hier gleich mal rein. Und vielleicht ergibt sich ja noch eine Möglichkeit, hier nochmal beizudrehen und auf ihn hier auch noch einen abzufeuern. Jetzt schauen wir erstmal, was hier passiert. Ob wir hier einen vernünftigen Treffer landen können. 20 Sekunden. Zerstörer kurvt hier draußen rum. Ansonsten sieht das erstmal ganz gut aus. 10 Sekunden bis Einschlag. So. Treffer sollte auf dieser Seite stattfinden. Daumen drücken, Männer. Oh ja, das sieht ganz gut aus. Ja. Was soll ich dazu sagen? Hätte besser sein können. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Sieht jetzt noch nicht unbedingt danach aus, dass der hier schon, dass den das, sagen wir mal, schwer beeindruckt hat. Aber ich kann mich natürlich täuschen. Das nimmt jetzt hier seinen Gang. Aber auch hier würde ich fast dazu tendieren, direkt noch einen hinterher zu jagen, solange wir in dieser guten Position sind. Oder wir warten noch einen Moment. Wir warten noch einen Moment. Ein bisschen Geduld muss man schon aufbringen, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Wenn das jetzt schnell geht und die Zerstörer auf uns aufmerksam werden, beziehungsweise die Sicherungsfahrzeuge, sehen wir natürlich zu, dass wir nochmal feuern, bevor wir uns dann verziehen müssen. Schauen wir doch mal. Scheint langsamer zu werden, aber er verliert keine weitere, also der Balken geht nicht weiter runter. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Kleine Fahrt voraus. Ich denke, wir müssen nochmal schießen. Das wird nicht gereicht haben. Der hat nicht mal ein Drittel verloren.
Das wird nicht genügt haben. Die evakuieren auch noch nicht, wie mir scheint. Wir schauen nochmal. Also ich meine, er hängt schon optisch betrachtet ganz gut drin. Aber ich denke, das wird noch nicht gereicht haben. Dem spendieren wir noch einen weiteren Aal. Frage Entfernung. Knapp 500 Meter. Wir schießen nochmal. Wir versuchen sogar mal, wir gehen nochmal einen halben Meter tiefer. Okay, jetzt haben wir hier sogar schon mal Sichtkontakt. Ja, ich weiß, möglicherweise Verschwendung, möglicherweise säuft der noch von alleine ab, aber ich will da jetzt auf Nummer sicher gehen. Rohr 4 bewässern. Magnetzünder ist eingestellt. Torpedotiefe 9,5. Mündungsklappen öffnen. Initiale Torpedolauflänge. Knapp 1500. Rohr 4. Feuererlaubnis. Los! So, das muss aber reichen. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. So. Schauen wir mal. Da sind wir auch schon über 20%. Das könnte also noch funktionieren. Wir gehen schon mal Hard Backboard. Und begeben uns in Schussposition. So. Das nehmen wir nochmal aus dieser Perspektive mit. 20 Sekunden. So, da ist er. Etwas tiefer eingestellt und Volltreffer. Nicht schlecht. So, das muss gereicht haben. Da lege ich mich fest. Einen weiteren Aal kriegt er auf jeden Fall nicht mehr. Treffer war fast an derselben Stelle, würde ich sogar sagen. Und ich meine, er geht noch ein bisschen tiefer, oder? Ja, das muss genügen. Fokussieren wir uns auf den anderen. Auf ihn hier drüben. Schauen wir, ob wir den direkt auch... Moment, wir drehen erstmal. Dann schauen wir hier nochmal nach. Ah ja, der ist fast weg. Der ist fast weg und bei dem hier dürfte auch nicht mehr allzu viel fehlen. Beide ist auf jeden Fall noch ein Fall für die Bordkanone. Ja, schaut euch das an. Der hängt schon ordentlich in den Seilen. Das war's für den. So, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem mit der Zickzackerei. Und wir müssen natürlich auch nochmal schauen. Aha, aha. Also die richten sich eher so auf dieses Gebiet hier aus. Was ja auch Sinn machen würde. Die rechnen vielleicht einfach nicht damit, dass wir so nah dran sind. Wie sieht es hier drüben aus? 1, 2 Kriegsschiffe. Hier drüben dümpelt noch einer rum. Der ist weit weg. Und die Frachter liegen eigentlich hier direkt vor uns wie auf dem Präsentierteller. Könnte man drüber nachdenken, tatsächlich auch noch den Zaunkönig zu benutzen. Vorne müssten wir einen geladen haben. Rohr 1, glaube ich, müsste ein Zaunkönig drin sein. Moment mal. Hinten haben wir alles verschossen. Mal kurz die Situation im Boot überprüfen. Sieht alles gut aus. Kein Wasser im Boot. Der Weihnachtsbaum. Morgen können wir feiern. Vordere Torpedorohre, alle 4 Stück beladen. Zaunkönig befindet sich in Rohr 1. Alles vorgewärmt. Boot ist klar für den nächsten Angriff. Kapitän. Okay. Wir lösen einmal hier. Richten uns aus. 350 Grad. Irgendwo da drüben muss er sein. Schauen wir, dass wir den hier eingefangen bekommen mit der Optik. Mit dem Periskop, das dürfte er sein. Ja, korrekt. Das ist er. Okay. Torpedo. Lösung 33%. Wenn das jetzt ein bisschen schneller geht. Aber wahrscheinlich müssen wir auch hier ein bisschen Geduld haben, bis die Jungs das berechnet haben. Deswegen werden wir auch hier nochmal so einen kleinen Parallelkurs anlegen. Ich hoffe mal, die Zeit reicht noch aus. Sieht aber aktuell gut aus. Seht ihr? Die schippern irgendwo in diese Richtung. In diese Richtung. Jetzt muss ich mir eher Gedanken um die beiden hier unten machen. Sauerstoffsituation ist aktuell auch noch gut. Wir können auch bei Bedarf. Sollten wir auf Tauchstation gehen müssen, wir können nochmal schnell den Schnorchel ausfahren, denke ich. Das können wir uns schon erlauben.
Langsame Fahrt voraus. Zusehen, dass der uns nicht auskommt. Kursberechnung 43%. 44. Ja, das wird schon. Gehen wir noch ein bisschen näher dran. So, die Zeit jetzt nicht überstrapazieren, aber es sieht immer noch gut aus, was die Geleitfahrzeuge angeht, die Sicherungsfahrzeuge. Gehen wir noch ein bisschen näher dran, wir riskieren das jetzt. Schauen wir, dass wir den hier in Sichtweite bekommen. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt kommt er uns nicht mehr aus. Kann ich euch beinahe garantieren, aber eben auch nur beinahe. So. Seht ihr, wie schön schnell das jetzt hier hochgeht mit der Torpedolösung? Alles wunderbar. Wenn wir über 70% sind, und das ist jetzt der Fall, können wir uns in Position begeben. So, hier haben wir den Kelly, den C3, der macht nichts mehr. Der hängt schon gut in den Seilen. Wir markieren uns den auch einmal auf der Karte. Damit wir die nicht irgendwie übersehen am Ende. Genau in diesem Quadrat und in diesem Quadrat wird er auch bleiben. So, Zerstörer und Fregatten. Er hat sich in diese Richtung orientiert. Er ist jetzt schon relativ nah dran, aber entdeckt in dem Sinne hat uns noch keiner. Also können wir hier in Ruhe noch einen Schuss abfeuern. So, vielleicht versuchen wir es sogar nochmal. Wir bringen jetzt hier ein bisschen Abstand rein und ich würde es tatsächlich nochmal mit einem Aufschlagzünder versuchen. Ja, wobei Magnetzünder hat sich eigentlich schon bewährt, ne? Kann man schon sagen. Was haben wir denn hier überhaupt? Dürfte auch ein C3 sein, oder? Frachter C3. Tiefgang ist ja immer der gleiche, ne? Also. Wobei das variiert, also die Tonnage variiert schon immer ein bisschen. Die Frage ist nur, aber ich glaube, der Tiefgang, der hier verzeichnet ist, müsste ja logischerweise immer der gleiche sein, ne? Alles andere macht irgendwie wenig Sinn. C3 7,3. Dann würde ich es tatsächlich auch nochmal mit 9,5 versuchen. Einfach um möglichst weit unter dem Schiff eine Detonation zu verursachen, damit das Schiff richtig aus dem Wasser hebt. Ich weiß halt nicht, wie tief man gehen kann, aber das ist ja eigentlich so die Herangehensweise. Im Idealfall zumindest. So, der gibt jetzt aber ordentlich Gas. Wir gehen auch mal auf äußerste Kraft. Und da müssen wir auch gleich nochmal den Schnorchel ausfahren. Wir begeben uns aber erstmal in Schussposition. Schauen, dass wir uns in seine Richtung ausrichten. Und so kommt er uns dann auch schon nicht mehr aus. So, Tempo drosseln. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Wir fahren schon mal den Schnorchel aus. Und ich denke, wir können schießen, guten Gewissens. Wir versuchen es nochmal mit 9,5. Gegnergeschwindigkeit 6. Lage 24,2. Entfernung 780 Meter. Rohr 3 bewässern. Magnetzünder. Torpedotiefe. Sollen wir es mal riskieren, auf 10 Meter zu gehen? Rohr 3 bewässert. Aber dann nicht unten Durchlauf läuft, frage ich mich. Ja, wir bleiben mal bei 9,5. Das sollte schon, das ist glaube ich keine so schlechte Idee. Rohr 3, los! Los! James Manning. Mach dich auf was gefasst. Kommandant an den Kartentisch. Aal ist im Wasser. Und wir könnten tatsächlich... Wir könnten. Schauen wir mal. Oder vielleicht eher auf ihn hier. Wer weiß. Wir tauschen hier aber einmal durch. Öldorp. 30 Sekunden. Kapitän. Bester Mann am Horchgerät. Torpedokurs berechnen. So, hier knallt es gleich. Sollte es zumindest. 10 Sekunden bis einschlagen. Torpedolösung war gut. Sieht nicht gut aus. Hätte längst einschlagen müssen. Ich fürchte, der ist zu tief gelaufen. Der ist zu tief gelaufen. Ja, eindeutig. Verdammt, verdammt, verdammt.
Gut, noch einen hinterher. Hilft alles nichts. Rohr 4 bewässern. Magnetzünder. Und dann gehen wir eben wieder ein bisschen höher. Gleich einen ganzen Meter höher, 8,5. Vielleicht war er eben doch zu niedrig eingestellt. Rohr 4, los. Los! Frage, möglicher Glückstreffer? Unwahrscheinlich. Aber wer weiß. Aber er ist schon sehr unwahrscheinlich. Okay, er, nichtsdestotrotz, er rechnet immer noch auf ihn hier. Ich hoffe mal, dass der zweite Aal jetzt trifft. Und ich hoffe, dass er gut trifft. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Machen die Kriegsschiffe. Oh, er kommt mir jetzt aber schon für meinen Geschmack etwas zu nahe. 30 Sekunden. Also ihn werden wir auf jeden Fall hier noch bekämpfen können. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. 20 Sekunden. Treffer. Naja. Ja, die vertragen halt auch schon einiges, die C3, ne? Das ist schon eine stabile Größenordnung, würde ich mal sagen. Auf der Brücke ist Feuer ausgebrochen. Abwarten. Schwere Schäden am Rumpf. Schwere Schäden am Rumpf werden gemeldet. Oh, den hat es aber gut erwischt. Das wird genügt haben. Der säuft ab. Der säuft ab. Eindeutig. Den können wir mal aus der Rechnung streichen. Okay, gut, Männer. Dann versuchen wir jetzt tatsächlich noch einen weiteren Angriff zu fahren. Bevor man uns hier in die Quere kommt. Torpedolösung. Knapp 10%. Versuchen wir es nochmal mit einem gezielten Schuss auf ihn hier zum Beispiel. Empire Sunbeam. Ist schon ein Stückchen kleiner, aber ich schätze mal, der wird auch irgendwas um die 5000 haben. Was hätten wir hier? Können wir das schon erkennen? Gleiches Modell, würde ich mal sagen. Also da haben wir uns jetzt schon ein paar gute Brocken rausgesucht. Die letzten beiden Treffer, die letzten beiden Schiffchen, die waren schon ganz ordentlich. Das hier wäre nochmal etwas größeres Zielobjekt. Wollen wir vielleicht eher auf den hier gehen? Torpedo ausrichten. Zu Befehl. Wir versuchen es. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Maschinen machen Umdrehungen für 7 Knoten. Mitten rein in den Konvoi. Viele Lärmquellen bietet uns vielleicht auch einfach ein bisschen Schutz vor den Zerstörern. So, mal langsam. Schnorchel können wir erstmal wieder einfahren. Den hätten wir jetzt genau quasi auf 12 Uhr. Herr Weber, einmal vom letzten Ziel lösen und dann müssten wir hier direkt das nächste Ziel auffassen können. Und ich gehe davon aus, dass es auch ein C3 ist. Bringt mir das jetzt irgendwas, wenn ich das hier unten eintrage? Ah, ist eh schon erfasst. Okay, sehr gut. Ja, definitiv. Ein C3 haben wir ja gesehen. Viele C3 unterwegs in dem Konvoi. Ich werde das hier trotzdem mal bestätigen. Aber ich glaube, das bringt nichts. Ne? Das haben die ja jetzt von alleine schon errechnet, sozusagen. So, jetzt kommt er uns aber hier wirklich bedrohlich nahe. Die haben jetzt schon eine sehr, sehr gute Idee, wo wir uns befinden. Er nähert sich jetzt hier auch. Klar machen zum Tauchen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloy. Jawohl. Das reicht mir im Grunde schon. Was wir jetzt hier an Schaden verursacht haben, war schon nicht so schlecht. Wenn wir hier mal reinschauen, was haben wir denn jetzt? Offiziell Versenkungen. Ist noch überschaubar, was hier oben drin steht. Aber einige müssen wir eben noch manuell versenken, sozusagen mit der Bordkanone. Und das sind immerhin 3 Schiffe, die hier noch rumdümpeln an der Wasseroberfläche und einfach noch nicht abgesoffen sind. Trotzdem wäre es natürlich schön. Moment mal, wir haben ja auch noch den Zaunkönig. Sollen wir den Zaunkönig bemühen? Er kommt jetzt hier mit voller Fahrt angerauscht, aber ist auch an der komplett falschen Position. Deswegen sollten wir vielleicht einfach die Nerven bewahren. Wir gehen hier nochmal schön nah dran.
Befehl. Ja, es läuft schon. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Ich will näher dran. So, jetzt wird es langsam ein bisschen sehr brenzlig hier mit der Entfernung zu ihm hier. Aber entdeckt haben sie uns noch nicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ziel kommt in Sichtweite. So, jetzt schauen wir mal. Herr Kaloy. Wir sind bei 43%. Die Sicht wird noch mal schlechter. Kapitän? Torpedokurs berechnet. Scheiße, wir sind verdammt nah dran. Schaut euch das an, keine 200 Meter. Hier vorne ist der Zerstörer. Wir sind verdammt nah dran. Zu Befehl. Legen Sie den Kurs. Seht ihr noch am Zacken? Sehr wohl, Herr Kaloy. Ich glaube, sie fahren wieder Formation. Das sieht nach einem ziemlich geraden Kurs aus. Kursberechnung 68%. Da können wir schon fast riskieren. Bestätigt. Wir können auch die Einstellungen einfach so übernehmen. Und dann hätten wir ihn hier drüben auch noch. Leute, Leute, Leute. Vielleicht, wenn es ganz gut läuft, wenn wir hier wirklich richtig viel Schwein haben, dann sahnen wir hier mitten im Konvoi nochmal richtig ab. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Vor nicht allzu langer Zeit. Er hat noch ein bisschen auf die Tube gedrückt, oder? Ja, aber ich denke hier, jetzt mit einem Magnetzünder können wir aus der Position schon, können wir es uns schon erlauben, einen abzufeuern, denke ich. Wir prüfen nochmal die Distanz zum Ziel. Hätte gerne ein bisschen mehr Distanz. Wir setzen uns ein ganz klein bisschen ab hier. Richten uns wieder aus. Und ich denke, dann können wir schon schießen. 74% Torpedolösung, wir schießen. Weber. Ziel ist aufgefasst. Michael James Monaghan. Nichts vorgewärmt. Verdammt, verdammt, verdammt. Er hätte jetzt wahrscheinlich Schicht gehabt, nehme ich an. Deswegen machen wir es jetzt einfach manuell. So viel Zeit haben wir noch. Lege ich mich fest. Einmal den T3 vorwärmen. Und dann sind wir eh schon fast leer geschossen. Ursprünglicher Plan war ja mal, noch auf diesen Funkspruch vom EDU zu warten, weil die wollten uns ja eigentlich nochmal Ziel zuweisen. Aber ich denke, wir werden uns jetzt tatsächlich, was unsere Aale angeht, hier komplett leerballern in diesem Konvoi. Ist aber okay, also hier drüben, ne, bei den Missionszielen, geforderte Tonnage haben wir längst versenkt. Was noch über Wasser unterwegs ist und nicht mehr manövrieren kann, nicht mehr beweglich ist, machen wir mit der Bordkanone. Und dann müssen wir nur noch die Patrouille abspulen. Dann ging das alles erstaunlich schnell, muss ich sagen, noch vor Weihnachten. Aber warum auch nicht? Nichts dagegen. So, hier drüben nochmal ein Kontakt. Kleine Gruppe 1 bis 3. Hier drüben, es sind Kontakte dazugekommen. Neu gemeldete Position hier drüben. Da tut sich was. Was ist denn hier los? Ja, ein bisschen Verstärkung wäre nicht schlecht. Kriegsschiff läuft in unsere Richtung. Er fährt uns noch voraus. Okay, wir müssen jetzt warten, bis der Aal vorgewärmt ist. Dauert aber nur noch ein kleinen Moment. In der Zwischenzeit wird der Torpedokurs einfach nochmal ein bisschen besser. Habe ich also auch nichts dagegen. Es läuft. Ja, Weihnachten kann kommen. Wir bringen das jetzt hier am 23. noch alles über die Bühne. Schießen alle Aale raus. Und dann gibt es für jeden mindestens eine Flasche Bier. An Heiligabend. Und Silvester, Neujahr, können die Männer dann tatsächlich bei ihren Familien verbringen. Nicht schlecht. Sofern wir das hier überleben, natürlich, vorausgesetzt. Aber davon gehe ich jetzt aktuell einfach mal aus. So, Rohr 2 bewässern. Magnetzünder. Torpedotiefe wie gehabt, 8,5. Gegnergeschwindigkeit 7 Knoten, Entfernung 560 Meter. Rohr 2, los. So. Und ich sag mal für den Bedarfsfall. Eisenecker. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Wärm mir mal den Zaunkönig vor, unser letzter Aal. 30 Sekunden. Einer ging daneben, das ist sehr bedauerlich.
Der hat eine gute Laufbahn hier. Das sieht gut aus. 20 Sekunden. Hängen wir uns mal dran. Da ist er. Und Volltreffer. Treffer mit Schiffs. Der war nicht schlecht. Die dicksten Ziele aufs Korn genommen hier, Männer. Nicht schlecht, ne. Nicht schlecht, Herr Specht. Wie sieht's aus? Hat ganz gut was abbekommen. Hoffen wir, dass es reicht. Ich würde den Zaunkönig ganz gerne noch auf irgendein anderes Schiff abfeuern. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Schauen wir mal, ob der noch Fahrt macht. Noch ja. Verliert er noch? Geht der grüne Balken noch weiter runter? Shit. Wir haben halt jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Noch geht's, wir bleiben mal auf Kurs. Aber ich fürchte fast, das hat nicht gereicht. Der fährt weiter. Deswegen müssen wir, sind wir eigentlich gezwungen, dem den Zaunkönig noch hinterher zu jagen, damit der auch wirklich versenkt ist. Angeschossenes Schiff bringt uns überhaupt nichts. Oder bleibt er liegen? Alle Maschinen stopp. Er fährt schon noch. Geschwindigkeit 7 Knoten. Was machen wir denn jetzt? Abwarten. Wir warten noch ein bisschen. Zerstörer läuft in unsere Richtung. Ich habe fast den Eindruck, die haben uns entdeckt. Scheiße, läuft genau auf uns zu. Aber er scheint sich doch nicht mehr zu bewegen, auch wenn hier noch Geschwindigkeit 7 Knoten steht. Aber der ist doch stehen geblieben, oder? Der hängt ja in den Seilen hier. Der kommt doch nicht mehr vom Fleck. Okay. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir laufen jetzt und wir tauchen unter ihm. Haben wir noch eine Torpedolösung für irgendwen? Ja klar, für ihn halt. Ja, wir könnten über den Zaunkönig nachdenken. Ist doch ein ganz schönes Schlachtfeld geworden, ne? Hier liegt noch einer über Wasser. Hier. Hier. Die müssen wir alle noch versenken. Bei ihm müssen wir sicherlich auch noch nachhelfen. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Wir drehen uns. Schauen uns mal die Distanz an. Knapper Kilometer Entfernung. Vielleicht können wir auf ihn sogar noch rechnen, dass der Zaunkönig direkt mal den richtigen Kurs einnimmt. Aber das wird wahrscheinlich zu knapp werden. So. Jetzt wäre er genau hinter uns. Das hier einmal lösen. Und hier einmal auf 180 Grad gehen. Dann müssten wir den Zerstörer schon zu sehen bekommen. Ziemlich genau in der Richtung irgendwo. Ziel aufgefasst. Eine Korvette ist es, okay. Das könnten wir hier schon eingeben. Scheiße, jetzt kommt die Sonarpeilung. Ach, was sind denn die Korvetten nochmal? Flower Class? Ist ja auch eigentlich scheißegal. Wenn ich ganz ehrlich bin. Geschwindigkeit, der wird ordentlich schnell unterwegs sein. Ist aber auch egal, wir müssen hier eigentlich nur irgendwas eingeben, damit wir den grob in die Richtung abfeuern können. Wir bestätigen das mal, jetzt hätten wir schon 50%. Können wir da schon feuern? Reicht noch nicht. Wie sieht's aus? Kommt bedrohlich nahe. Egal. Für ihn haben wir noch eine Kursberechnung. Ist ja völlig egal, was wir jetzt machen eigentlich. Alle Maschinen stopp. Also, wisst ihr, wie ich meine? Auf wen wir feuern. Wir schießen jetzt einfach auf ihn. Ah, verdammt. Oh, ich habe gerade falsch gedacht. Ich bin gerade vom Heckrohr ausgegangen. Wir schauen jetzt trotzdem einfach, was passiert, oder? Ich meine, wir haben diesen Aal. Wir schießen. Rohr 1, los.
Alle Maschinen sind bereits gestoppt. Wir gehen auf 80 Meter. So. Er dreht sich. Sollte erstmal grob Kurs auf ihn nehmen. Und dann hoffentlich bei ihm hier anbeißen. Das ist nämlich der Plan. Wir dürfen jetzt natürlich keinen Mucks machen. So, er dreht sich. Scheiße, der läuft dem Frachter hinterher. Ich meine, okay, gut, soll mir recht sein. Dann trifft er halt den, aber das wollte ich ein bisschen anders haben. Okay, beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Die haben uns ja sowieso schon in der Sonarortung. Wir lassen uns unter ihm jetzt hier absacken. Und hoffen mal, dass es gut geht. So, hier haben wir einen Treffer gelandet. Es ist nicht wirklich Zeit dafür, uns das anzuschauen, aber... Ja, gut. Nächste Versenkung. Das läuft direkt ab. Okay. Gut, wir sind schon fast unter ihm hier. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Alle Maschinen stopp. Mal schauen, was wir machen. Beide Maschinen, kleine Fahrt zurück. So, wir sind genau unter ihm. Und wir lassen uns noch ein bisschen tiefer sacken. Wir gehen auf 120 Meter. Mal schauen, was die Korvette dazu meint. Ob sie eine Stellungnahme abgibt hier in Form von Wasserbomben. Oh ja, die werfen Wasserbomben. Okay, da darf man sich einfach nicht drauf verlassen. Gut. Dann sehen wir zu, dass wir hier den Kopf aus der Schlinge ziehen. Wer hat den Bolt? Öldorp. Täuschkörper klar machen. Dann sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Wir haben über Wasser noch einiges zu tun. Aber erstmal müssen wir hier den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja, die sind nicht so weit entfernt. Täuschkörper ist im Wasser. Oh, 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 oh. Gut, bei dem Radau, bei den Maschinen halbe Fahrt voraus. Beziehungsweise wir hauen uns mal einen Rückwärtsgang rein. Beide Maschinen langsame Fahrt zurück. Wo liegen die Wasserbomben? Da drüben. Ja, nicht so weit entfernt. Tiefe scheint auch ganz gut eingestellt zu sein. Wir gehen also noch ein bisschen tiefer. Auf 150 Meter gehen. Hier sieht man den Täuschkörper, ne? Blubbert hier fröhlich vor sich hin. Ja, die scheinen wütend zu sein. Oh. Hoffen mal, dass das jetzt hier nicht zu viel Übermut war. So, Rückwärtsgang. Schauen wir mal. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Die haben angebissen. Konnte man gerade ganz gut erkennen, da ist das nächste Kriegsschiff angerauscht. Die behaken aktuell den Täuschkörper. Und wir ziehen uns einfach im Rückwärtsgang zurück. Und scheiße. Luftqualität. Kaliumabsorber. In der Situation wahrscheinlich die bessere Idee. Jawohl, Kapitän. Herr Kaloy. Schon mal vorbereiten. Prien. Kaliumabsorber. In die Ventilationsanlage. Für alle Fälle. Erstmal 10. Ja, machen wir 15 Stück. Achso, wir können ja hier direkt verladen, ne? Blödsinn. Also, 15 Stück. Wasserbomben. So. Wasserbomben. Nächste Serie Wasserbomben. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass die immer noch den Täuschkörper behaken. Nochmal einen Haken schlagen. Jetzt haben sie sich auch alle hier vorne versammelt. Jawohl. Scheiße Luftqualität. Großes Problem. Alle Maschinen stopp. Schneller!
Wie viel Zeit haben wir noch? Viertelstunde. Sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus, Männer. Beide Maschinen, kleine Fahrt zurück. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Okay, wir müssen. Ventilation an. Luftqualität steigt. Ventilation aus. Kurs wechseln. Nochmal ein Häkchen schlagen. Nochmal. Sie suchen, aber sie finden nicht. Luftqualität, 20 Minuten. Jetzt suchen sie hier wieder an einer anderen Stelle. Schlechte Luftqualität, 15 Minuten haben wir noch. Wir gehen schon mal etwas höher. Auf 80 Meter gehen. Geht das gut? Wir warten. Dreht sich, dreht sich, dreht sich. Zieht weiter seine Kreise. 8 Minuten. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ventilation. Jawohl. So, pack mal deine Kaliumabsorber hier rein. Ventilation anschalten. Distanzen. Gute 5 Kilometer. Weiter im Rückwärtsgang. Nochmal Kurs wechseln. Nochmal ein Häkchen schlagen. Wir kommen hier schon raus, Männer. Nochmal. Zu Befehl. Luftqualität sinkt wieder, aber wir haben eine knappe Ingame halbe Stunde Zeit. So, wenn er sich jetzt hier noch verzieht, dann können wir hoch und Luft holen. Wir gehen schon mal auf 30 Meter. Schnorchel ausfahren. Luftqualität? Ja, das geht gut. Wir haben die jetzt fast schon, also die sind jetzt fast schon am Rand unserer eigenen Horchreichweite. Das ist schon mal gut. Frage Sauerstoff, 13 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich denke, jetzt können wir es riskieren. Ja, wir gehen auf Seerohrtiefe. Tiefenruder ist besetzt. Und Sauerstoff strömt ins Boot. Ja, Männer, ich würde sagen, wir sind erstmal aus dem Gröbsten raus. Können wieder Luft holen. Zerstörer dürften langsam aber sicher von uns ablassen. Alle Maschinen stopp. Und dann wollen wir es hier an der Stelle erstmal bewenden lassen, würde ich sagen. Kann es sein, dass die Sicht jetzt wieder ein bisschen besser ist? Nee, wir haben immer noch ziemliche Suppe, ne? Aber gut, ich meine, wir sind leer geschossen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, an Heiligabend den Rest hier der Bande, die noch über Wasser vor sich hin dümpelt, zu versenken. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.